Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Und zwar mit einem neuen Park, mit einer neuen Herausforderung. Die Kreatur erwacht. Gerüchte, dass Techniker im Park tragische Unfällen zum Opfer gefallen sind, haben die Mitarbeiter verschreckt und zum Verkauf dieses Parks geführt. Der spottbillige Preis war einfach unwiderstehlich. Also stellen neue Mitarbeiter ein. Schließe den Bau des Parks ab und ignoriere die Berichte über seltsame Gerüchte im Untergrund einfach. Die sind sicher nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Ah, okay, dann werden wir das auch nicht tun. Okay, frag nicht. Okay, wir haben es ja gekauft. Was haben wir denn? Hier liegt sehr viel Müll herum. Das heißt, wir müssen erstmal auf 2 stellen. Wir stellen immer auf 2. Immer. Szenarien. Wegextras Mülleimer. Immer. Mülleimer sind wichtig. So, machen wir noch ein paar Sitzbänke. Sitzbänke, hier geht es nämlich bergauf und bergab, deswegen geht das da nicht. So, wer auch immer das hier so designt hat. Okay, hier ist nochmal eine gerade Fläche, das ist schön. So, wir brauchen unbedingt, hier ist die Attraktion, das heißt, hier können wir nochmal Essenstände und so weiter machen. Was haben wir hier? Was bist du? Informations. Okay, hier gibt es Informationen. Okay, das heißt, wir brauchen noch weiter Servicegebäude. Die Futtern. Futtern. Ey, was, ey? Absackt. Ja, so, Futtern. Trinken von der Milaku. Oh, perfekt. Erstmal Essen trinken. Essen trinken ist immer wichtig. Ja. So. So mal in die Richtung hin. Zack, das reicht. Essen trinken und ein Klo. Essen trinken und ein Klo. Nehmen wir eine kleine Märchenhütte. Für Männlein, Weiblein. Für alles. Fahrgeschäfte. Okay, das ist so eine kleine Bombardbahn. Das ist doch das Einzige, was ich machen kann. Toll. Da gibt es auch die normalen Fahrgeschäfte. Ich würde gern was forschen. Etwas forschen. Ich mag nämlich Forschungen. Schienenfahrgeschäfte. Finde ich super. Personal haben wir denn davon? Welches? Wir müssen doch schon Personal haben. Alle. Aha. Aha. Aber ist das niedrig, normal? Wir dienen Kunden, Kunden, Kunden. Okay, also wir haben keine Saubermänner. Davon bräuchten wir 2 Stück. Oh. Wir haben auch keinen Techniker. Okay, also unsere Aufgabe besteht darin, 2 Fahrgeschäfte zu bauen. Techniker 2, beliebige Fahrgeschäfte 5. Ja komm, dann stellen wir den anderen Techniker noch ein. Zack, haben wir das schon mal. So, die Fahrgeschäfte müssen wir noch machen. Ich weiß noch nicht, was ist denn hier? Was ist denn hier? Nee, nicht du, eigentlich du. Du. Die Warteschlange ist sehr voll. Ah, das ist hier die Premium-Zeugs hier. Ah, okay. Ja, die Warteschlange ist wirklich sehr voll. Das ist mir schon fast zu voll. Aber ich kann daran nichts ändern.
Guck mal. Guck mal, wir bauen selber was. Können wir selber was bauen? Ich will das doch selber gestalten. Wie war das denn? Ah, ja. So geht das. Badabum. Badabum. Ah, ich finde das kacke hier mit in dem Dingens drin irgendwie. Achso, ja, das geht sowas auch nicht mehr gut. Das machen wir nämlich hier jetzt nochmal. Hier werden wir eine einfache Bahn bauen, die aber Kohle bringt. Einfach Kohle bringt. So. Hier kommt es sich nämlich immer drauf an, nicht wie weit du fährst oder sonst was, sondern einfach nur. Ja. Jetzt ein bisschen biegen. So. Ein bisschen biegen. So. Biegen wir das wieder in die andere Richtung. Und ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Dann muss ich hier noch ein bisschen höher. Bisschen flacher. So. Bisschen höher. So, ein bisschen flacher. Schön da rum. Wollen wir eigentlich wieder auf Null gehen? So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen höher. Noch ein bisschen rum. Und ich muss jetzt mal wieder runter. Jetzt müssen wir eine scharfe Kurve hinkriegen. Perfekt. So. Was ist das? Nee, nee, oh, nicht biegen. Nee, ach. So, was brauchen wir hier? Ein Eingang? Eingang platzieren, dahin. Ausgang platzieren, dahin. Weg mit Eingang verbinden. So. Jetzt geht's runter. So hoch. Uff. Können wir das nicht ganz so breit machen, bitte? Ah ja, okay, das geht. Brauchen wir hier auch VIP-Eingänge? Wie war das? VIP-Dinger. Also erstmal mehr Fahrzeuge hier. Das ist ja Quatsch. Ticketpreis machen wir dann hoch auf 10 Euro. 10 Euro haben will. So, dann mal gucken. Zuganzahl. Damit die nicht so warten müssen. Ne? Einfache Geschwindigkeit. Nee, ruhig ein bisschen schneller. Minimale Besetzung. Hälfte besetzt. Minimal Wartenzeit. Alles klar. Premium Pass aktivieren. Eingangsschlange hier. Scheiße, war falsch rum. Hier. Da. Hier da nicht. Hier machen wir anders. Bin verwirrt. Lass mich nochmal gucken. Ach, scheißegal. Gibt's das hier nicht. So, jetzt müssen wir hier aber erstmal was Schönes hinmalen. So, was immer geil kommt, ist sowas hier. Ich weiß nicht, ob ich dafür genug Geld habe. Aber das ist der Kleine, ne? Das ist der Bessere. So, guck mal. Wollen wir denn gerade Stück da?
Sowas kommt immer gut an. So. So. Können wir noch so ein richtig geiles Element hier reinbauen. Richtig geil hier in die Ecke rein. So. Das können wir schon mal testen. Nee, kein Premium Pass. Will ich doch nicht. Kann schon mal testen. Teste mal. Oh, ein Hyperspeed-Tunnel. Ja, sowas können wir vielleicht noch daneben bauen hier irgendwie. Die denken hier, wir wären hier in so einem... Ja, aber dafür habe ich kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Wir haben schon kein Geld mehr. Und wie sieht's aus? Testbericht. Gut, das ist natürlich noch kacke. Szenarien. Aber das ist klar. Weg extras. Natur. Natur ist. Kann man denn hier noch schönes Tor bügen? Ich habe überhaupt gar kein Geld mehr. Es muss das ja reinhauen wie sonst was, ne? Sorgen Sie dafür, dass es genügend Mülltonnen gibt. Es gibt genügend Mülltonnen. Das ist ja das Problem. Diebstähle! Das gab es zum Beispiel bei mir früher nicht, Diebstähle. Also, ne, das gab es halt einfach nicht. Die Kreatur erwacht. Was haben wir gemacht? Was haben wir erreicht? Lass mich gucken. Okay, zwei Fahrgeschäfte. So, wie sieht's jetzt hier aus? Prestige, gerade mal... Gerade mal 655... Das ist nicht gut, aber es wird vielleicht reichen, oh, um die einfach mal zu starten. Und zu gucken, was hier passiert, weil wir brauchen jetzt die Kohle. Kann sein, dass denen das vielleicht zu teuer ist. Müssen wir mal gucken. Sind gerade ein echtes Schnäppchen. Perfekt. Jetzt nennen wir das noch um. Benennen wir noch um in... Geht das nicht? Kann ich das nicht umbenennen? Doch, da oben. Piraten Auto Club. Piraten Auto Club. Ja, dafür gibt es jetzt einen Zehner. Und wie ihr seht, rollt direkt der Rubel. Da werden wir doch direkt mal für die netten Leutchen, die dann auch hier sind, direkt mal was machen. Ne? So, direkt mal auf den Boden stellen, das Zeug hier. Warte mal, das müssen wir mal so machen. Ne? So, müssen wir mal gucken. Erstmal die Ansicht. Ein bisschen drehen, so dass beide Seiten ungefähr gleich weit rein sind. Dann wieder zurück, ein bisschen höher. So, perfekt. Zack. So. Und was die Leute noch gerne mögen, was ich auch gerne mag. Eckigen Lampenreihe. Nee. Eine Laterne einfach irgendwo. Nee. Ja, Laternenketten. Oh. Ehrlich. Zack.
Moment, hier ist das schon sehr tief, ne? Er darf ja auch ruhig hell sein, ne? Dann da drin. So. So, lassen wir die mal ein bisschen in die Erde eintauchen. So. Perfekt. Das bringt uns was. Ein bisschen mehr Prestige. Aber hier nicht. Ha, okay. Da brauchen wir also doch noch etwas Hübscheres. Machen wir noch ein bisschen. Achso, nee. Das geht nicht. Weg-Extras. Ja, das ist halt nicht dazu passend, ne? Warte mal. Aber wir haben doch hier... Wir haben die Requisiten... Animatronics. Eine Falltür. Was macht die Falltür? Die geht auf und so. Oh ja, die Kanone. Ach ja, ja, guck mal, wir können hier ein Szenario. Ja, wir können hier ein Szenario machen, als wenn wir hier die Dingens angreifen würden hier mit solchen. Mit solchen Typis hier. Guck mal. Und eine Konfettikanone, logischerweise. So, und dann gibt es hier noch ein paar Salutiere, ne? Nee. Wachsame. Genau, pass auf. Ja, hier gibt es noch ein paar Wachsame, die hier warten und gucken, dass hier nichts passiert. Noch ein paar, die hier auf und ab laufen. Ja, was ist denn das? Ja, das ist okay. Der noch ein bisschen tiefer. Okay. GG. Ja, perfekt. So, jetzt laufen die da nämlich hin und her. Das ist nämlich ganz schön. Finde ich zumindest. Was sagt ihr? Auch. Guckt euch das mal an. So. Wir haben hier 916 Prestige. Und das ist jetzt sehr preiswert. Das heißt, hier hauen wir den Preis hoch auf. $20. Wieso denn nur noch... Wieso denn so wenig Profit? Sehe ich nicht. Oh, ist das Ding jetzt zu teuer? Oh nein, die Warteschlange scheint endlos zu sein. Okay, pass auf. Und hier machen wir jetzt ein Gegenstück. Und zwar die ganzen Piraten, die jetzt hier schießen. Die haben auch so eine dicke Kanone. Ja, sogar mehr Kanonen. Schießen alle zurück. Oh, und der guckt sich das an. Ich wüsste nicht, wer die abschießen sollte. Ist halt kein aber lehnender Pirat. Naja. So, was haben wir hier? Prestige. Ist nicht wirklich viel höher geworden. Das sehen die Leute anscheinend nicht. Was wir auf jeden Fall hier machen können, sind ein paar explodierende Fässer mit dabei packen. Die kommen immer gut an. Immer. Ja, hier hinten ist natürlich noch wenig, aber das... Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier können wir noch einen See machen. Warte mal, Terrain. Können wir nicht machen. Schade. Nee, das ist ja doof.
Echt? Nein. Wäre ich fast in der Versuchung gewesen, meinen Namen zu schreiben. Sonnenfeuerwerk. Achso, das sind solche Dinge. Ah, okay. Aber nein, ich will keine Feuerwerke eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Elektrizität, Wasser, Wasserspiele. Oh, nicht erforscht. Ich habe so vieles noch nicht erforscht. Okay, da muss das so gehen. So, was machen wir denn jetzt hier am Plus? Machen wir hier Plus? Oder machen wir hier immer noch Minus? Steht's. Immer noch Minus. Warum? Potenzielle monatliche Einnahmen. So, Betriebskosten, Stadion, Wagenkosten. Potenzieller monatlicher Profit. Profit im letzten Monat. Profit insgesamt. Ah, okay. Okay. Aber es ist halt immer noch so, dass die Leute hier richtig reingehen, ne? Der nicht. Das ist denen zu lang. Das ist denen einfach zu lang. Wir sagen nicht, das ist zu teuer. Okay, 25 Euro, 30 Euro, komm. Sind wir mal, machen wir hier einen auf dicke Hose. Die sagen aber, alles ist zu lang, ne? Der eine hat mal gemeckert wegen dem Preis. Kostet viel mehr, als es sollte. Okay. Dann gehen wir wieder ein bisschen runter auf 25. Komm, gehen wir runter auf 25. Müssen die Kirche im Dorf lassen. Dafür stellen wir jetzt einen ein. Ein Animator. Animateur. Animateur. Ja. Zack. Arr. Gott, wie sieht das hier aus? Kann das hier halt nirgendwo... Was ist denn hier los mit den Leuten? Das verstehe ich zum Beispiel nicht, ne? Das verstehe ich aber auch nie. Wieso machen denn Leute immer alles dreckig? Also mal ernsthaft. In so Parks und so weiter. Warum muss man das da immer hinschmeißen? Also auch in Real Life. Also das ist halt so... Warum? So ein Blödsinn. Ja, da oben kann ich gar nicht hinsetzen. Ja, dann mal auf, Leute. So, ein bisschen Musik noch? Nee, haben wir nicht. Gut. Wir scheinen aber auf einem besseren Weg zu sein. Da haben wir nämlich Baukosten von 9000 gehabt. Und haben 700 minus gemacht. Das ist schlecht. Das ist gut. Baukosten von 4,6. Aber weniger minus. Das ist schon mal gut. Das fördert wieder die richtige Seite. Wir müssen mal ein bisschen hier wieder an. Familien. Das ist sehr teuer. Das ist nicht so teuer. Auch Familie. Okay, wir lassen mal Familien kommen, die dann hier relativ viel machen können. Schön. Ja, das war unsere erste Folge von diesem neuen Park. Ja, die Kreatur erwacht. Leicht haben wir schon geschafft. Was müssen wir für Mittel haben? 5 beliebige Fahrgeschäfte sollten wir hinkriegen. 2 Animateure, 1000 Gäste kriegen wir vielleicht auch mit in einem Zug hin. Wir werden es sehen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.